engsten Kreis der Bundesrepublik Deutschland nahezu. Trotzdem habe ich eben schon den Vertretern der Medien gesagt, selbst in diesem Kreis gibt es Kindernamen, da ist schon irgendwas schräg. Aber ich bin natürlich hier in 4 Tagen wählt Bayern und die bayerische Landtagswahl wirft ja schon seit einigen Wochen und Monaten ihre Schatten in die Berliner Politik und inzwischen auch darüber hinaus. Einiges scheint, was das Wahlergebnis betrifft, schon klar zu sein. Die CSU wird eine historische Niederlage einfahren. Die CSU wird die absolute Mehrheit verlieren. Das scheint sehr sicher zu sein. Es ist auch so, dass bei den Sozialdemokraten es vermutlich eine historische Niederlage geben wird. Nicht so, dass ich mich darüber jetzt nur freue, aber vielleicht fragen Sie sich danach. Es scheint auch sicher zu sein, dass eine rechtspopulistische, rechtsradikale Partei in den Bayerischen Landtag einzieht. Vermutlich gibt es auch eine neue Regierungskoalition. Für mich ist es immer unverständlich, dass sich viele Wählerinnen und Wähler erst in den letzten Tagen entscheiden. Und dass es so ist bei der letzten Bundestagswahl, um das Beispiel zu sagen, 12% der Wählerinnen und Wähler haben sich am Tag der Wahl entschieden, teilweise auf dem Weg ins Wahllokal. Und deswegen ist diese Wahl auch objektiv für die Linke offen. Und ich sage das immer wieder und auch ganz gern, wenn die Linke in den Bayerischen Landtag einzieht, dann wird es nicht nur in München und in Bayern zur Kenntnis genommen, das nimmt man auch in Berlin zur Kenntnis und das würde Berlin ein bisschen durcheinander rütteln und ganz nebenbei, das würde man auch in Washington, in Brüssel oder auch in Moskau zur Kenntnis nehmen, wenn die Linke das wirklich schaffen sollte, in den Landtag einzuziehen.